Hallo meine lieben Freunde und damit herzlich willkommen zu Far Cry 3. Oder 3, wie auch immer. Ja, ich hatte es euch ja angedroht, dass ich es gerne machen werde und auch will. Nicht zuletzt, weil es ja auch von Abonnenten von mir nachgefragt wurde und ich habe mich ja dann hier mit dem Spiel mal kurz beschäftigt, habe mir ein paar Tests durchgelesen, war begeistert, habe mir auch von einem anderen Let's Player zwei Videos einfach mal so quer aus seiner Playlist angeguckt, um mal so einen Eindruck zu kriegen von allen. Fand es super. Muss ja gegebenenfalls auch mit meiner Mausauflösung spielen, rumstellen, je nachdem, wie es mir am besten passt denn hier im Game. Ja, und ohne große Umschweife wollen wir doch einfach loslegen. Ich habe jetzt die Grafikeinstellungen soweit angepasst, hatte jetzt also schon einen kleinen Testlauf. Ja, ohne Auflösung kann ich das mit ziemlich hohen Einstellungen spielen. Ja, aber wie üblich bei den Auflösungen kommt dann halt es immer so ein bisschen zum Tragen, dass Spielstand 1. Ja, man sieht ja jetzt Kapitel 1, 0 Minuten, ne? Ja. Jawohl. Kommt es halt immer ein bisschen zu tragen, dass da doch noch ein bisschen mehr Leistung abverlangt wird. Ja, da wären, glaube ich, zwei Grafikkarten gar nicht mal so schlecht. So das ein oder andere Mal. Weil ich glaube, da ist fast der Flaschenhals bei mir, obwohl in meinem System für einen Laptop mehr oder weniger mit eine der schnellsten Grafikkarten drin sitzt, die überhaupt drin sitzen kann. Also darüber geht eigentlich nur noch einem SLI oder Crossfire-Verbund. Ja, wer weiß, irgendwann in ferner Zukunft werde ich mir mit Sicherheit mal wieder ein neues Aufnahmesystem leisten. Vielleicht ja auch, wenn es irgendwann mal so weit ist, dass der Kanal richtig gut läuft und ich vielleicht ein bisschen monetarisieren kann. Ist ja nicht zuletzt dann eben für Hardware und die Spiele selbst halt ganz gut. Aber jetzt erstmal ohne große Umschweife. Überlebender, ja. Überlebender. Ein bisschen Herausforderung wollen wir ja haben. Ist nicht zu einfach uns machen. Ja, was kann man noch Schönes sagen, bevor es richtig losgeht? Viel Spaß auf jeden Fall. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Seid aber gewarnt. Ich gehöre ja zur Kategorie, ich möchte alles mitnehmen, Spieler. Und das könnte hier etwas umfangreicher werden, so wie ich jetzt am Anfang gesehen habe. Beziehungsweise so wie ich mitbekommen habe. Da es hier doch sehr viel zu erkunden gibt. Scheiße. Auf die Kreditkarte meines Vaters und auf meine. Oh Mann. Den Song finde ich echt gut, aber so eine Gruppe, ich weiß nicht, mein Freundeskreis sieht da doch anders aus. Ja, wir sind dann auf andere Art und Weise bekloppt. Naja, wenn man zu viel Geld hat, wer weiß, wie man dann wäre. Aber wenn man zu viel Geld hätte. Oh. Springt aus Flugzeugen raus. Fliegt wie Vögel. Oh. Hello, was? Ich mag das Teil. Ist echt ein geiles Handy. Also, den haben wir hier. Grant. Und Jason. Aus Kalifornien? Ja, Baby. Ich hoffe, dass Mama und Papa euch sehr, sehr lieb haben. Weil ihr zwei Weißbrote echt teuer aussehen. Und das ist richtig gut, ich mag teure Sachen. Weißbrote, sorry, ja. Das ist Rassismus. Willst du, dass ich dich aufschlitze wie dein Freund? Halt jetzt dein Maul! Okay? Ich bin der mit dem Scheißschwanz. Guck mich an. Direkt in die Augen. Ey, du Sack. Guck mir in die Augen. Der Kerl ist irre. Das ist mein verficktes Reich. Halt dein Scheißmaul. Oder du stirbst. Was ist Jason? Jason, was ist los? Warum lachst du nicht mehr wieder oben? Macht das keinen Spaß mehr? Bin ich dir nicht unterhaltsam genug? Weißt du, die Sache ist die da oben. Dachtest du, du hättest eine Chance. Weit oben am verfickten Himmel dachtest du, du hättest den Finger am verpissten Abzug. Aber hermano, hier unten, ist es vorbei. Ist okay, ist schon gut, ich reg mich ab, ich chill. Weißt du, moi,
und dein verfickter Bruder. Wir werden viel Spaß haben, während wir das Geld warten. Mach den Geiseln keine Angst. Du musst dich um die Abgelehnten kümmern. Ich hoffe, dass ihr zwei nutzlosen Ficker unterhaltsamer seid als eure Freunde. Tada. Bye-bye. Tada. Fällst du auch immer wieder drauf rein. Was ist irre? Und irgendwie ist er mir sehr sympathisch, der Kerl. Finde ich schon mal sehr gut. So, sehr viel weiter als bis hier. Doch ein kleines Stück weiter bis zum ersten Checkpoint oder was war ich gekommen? Eben, ja, um zu schauen, wie es mit dem mit der Framerate ist. Okay. Bist du verletzt? Ich glaube nicht. Wir müssen die anderen finden. Wie? Ich arbeite dran. Ruf die Wache. Was? Ruf die Wache. Tu es. Sehr gute Idee. Hey, komm mal her. Hey, ja. Ja, ist so schön. Die Wache fällt auch immer wieder drauf rein. Der ist tot. Er hat ein paar Schläge auf den Kopf gekriegt und soll davon tot sein. Na, dann hält er aber nicht sehr viel aus. Ich würde mir her sagen, dass er ohnmächtig ist. Maximale Gehirnerschütterung. Aber okay. So, damit sind wir frei und können uns endlich hier in dieser doch wunderschönen Umgebung frei bewegen. Spiele, glaube ich, immer noch auf, ja, hohe Details habe ich an. Das ist mit der Aufnahme noch gut vereinbar. Ich könnte es wahrscheinlich sogar noch höher spielen. Also mit höheren Auflösungen werde ich mal einfach mal neuesten Treiber mir runterladen würde für meine Grafikkarte. Beziehungsweise ist mal bei... Ich flüg doch nicht. Sei nicht so ein Idiot. Wow. Das ist ein Zerti. Seine Eltern haben Geld. Ein Schweinchen. Für den kriegen wir mehr als für alle anderen. Entdeckungsanzeiger scheint, wenn dein Gegner sich fühlt, zu lange, bla bla bla. Gut, wunderbar. Neues Tutorial. Escape. Sie fühlt sich. Ja, okay. Sollten wir uns auf jeden Fall merken. Entdeckt werden möchte ich so. Hinhocken. Ja, hocken tun wir schon. Scheiße. So wenig wie möglich. Ja, was ich eben sagen wollte. Ja, sehr nett. Ja, keine Ahnung, liebes Hündchen. Liebes Hündchen. Ah, ich hänge fest. Ja, was ich ihm sagen wollte, wie gesagt, es ist immer so eine Sache, gerade im Mobile-Bereich, also im Laptop-Bereich, der Hersteller von meinem Laptop hat ein eigenes Treiberpaket zusammengestellt damals. Wegen umschaltbarer Grafik und allen gab es da von ATI noch keine gut funktionierende Lösung. Besser gesagt, die Lösung hat überhaupt nicht funktioniert hiermit. Aber inzwischen soll es wohl gehen. Oh, was haben wir hier denn alles schön? Und die Karte. Und das Handy da auch. Ah, mit E. Interagieren. Auf dem Tisch. Mache Meldung. Ah, E halten. Feuerzeug. PDA. Handy. Karte. Wunderbar. Kamera. Na, wer ist denn das denn? Weiter. Interessant. Vor allem, dass irgendjemand mit einem Messer anscheinend drin ein bisschen maltraktiert hat. Ja, inzwischen soll es aber, glaube ich, wohl von ATI auch eine Lösung geben, weil es da wohl mit mehreren Laptops... Ach, ist doch in Ordnung. T, wirf einen Stein. Oh Gott, die Steuerung, Du musst ihn ablenken. Ja, hab ich doch geworfen. Ah, komm. Sorg für Ablenkung. Weg. Okay, funktioniert. Dann los. Okay, ich komme. So. Scheiße, Mann. Und schon sind wir drin. Weil's da wohl mit. Geile Aktion, Brüderchen. Der ist tot. Bitte dran denken, meine lieben Zuschauer, FSK 18, ne? Ich kann Lisa und Riley und die anderen ohne dich nicht finden. Also reiß dich zusammen. Okay? Okay, tut mir leid. Ja, alles klar, alles klar. So, schauen wir uns noch weiter um. Wie gesagt, es gab da wohl auch mit anderen, ich glaube mit Dell und ein paar anderen Herstellern gab es wohl da auch Probleme mit den Grafikchips, dass die Original-AT-Treiber nicht wollten. Ich glaube, inzwischen haben sie eine Lösung gefunden, weil ich weiß, dass der wohl mal... Gott, ich
Oh, boy. Was ist echt irre. Dieser Psycho. Dann kam der Anruf. Mit Lea klettern, alles klar. Jetzt wohl was rausgebracht hat, dass man da auch die Originaltreiber benutzen kann. Och, guck mal, schau, was haben wir denn hier? Ah, scheißer Kälte. Das ist ein absoluter Albtraum, Mann. Wo möchtest du den Stein haben? Da möchtest du ihn haben. Alles klar. Tee war das, wenn ich mich recht erinnere. Ups. Okay. Wir gehen. Okay. Dupti-dupti-du. Ihr seht mich einfach nicht. Wo sind wir? Ja, da muss ich mal schauen, ob ich da halt jetzt inzwischen die Originaltreiber zum Laufen kriege. Denn wenn die auf dem aktuellen Stand sind, dürfte mit Sicherheit etwas mehr Leistungsoptimierung drin sein für das eine oder andere Game. Unter anderem wahrscheinlich auch für Crysis 3. Komm hier durch. Aber wie heißt es schön? Ändere kein funktionierendes System. Ich muss vielleicht mal ein bisschen Vorrat aufnehmen, falls es dann Probleme gibt. Dass ich dann Zeit habe, es wieder zu richten. Wow. Aber die Grafik begeistert mich auch hier. Also ich muss sagen, hat Ubisoft sich doch Mühe gegeben. Ich finde es schön. Richtig schön hier. Auch wenn es eher düster, beängstigend und dreckig ist im Moment. Sehr, sehr schön. Checkpoint! Checkpoint Charlie. Oh, ein Reifen. Wo sind wir? Wir hätten nie wegspringen dürfen. Ich habe Dad versprochen, auf euch aufzupassen. Steht da auch, wo Riley ist? Wir werden ihn finden. Wir befreien die anderen. Und dann geht's nach Hause. Bam, sag ich da mal nur. Leer halten. Bei mir, Grant. Verdammt, ich wollte mir gerade die Nase putzen. Frechheit! Halt durch, Grant, halt durch! Nein, nein, nein! Ja, ja, die lieben Babyfaces. Ich mag Vars irgendwie. Keine Ahnung warum, auch wenn er Psycho ist. Ich geb dir 30 Sekunden. Und wenn der Dschungel dich nicht lebendig auffrisst, dann ich. Was bist du taub? Ich sag, hau verfickt nochmal an, du Feigersack! Lauf, Forrest! linke Shift-Taste zum Sprinten, alles klar. Ah, die schießen die Sauhunde. Ey, lass das! Ich denke, ich hab 30 Sekunden! Aua! Au, das wird eine Rutschpartie. Autsch. Dann will glaube ich, dass ich erstmal weiterfliegen muss. Das heißt, bis wir hier raus sind. Ja, auch noch mit dem Heli, genau. Seid ihr denn noch ganz frisch, Jungs? Heli, Schießgewehre, gib mir auch eine Flinte, damit es fair ist. Springen hat geklappt. Lauf! Au. Jetzt, das hörte sich nach einem Bär an, der... Klettere die Pflanzen hoch. Okay. Müsste ja hiermit funktionieren, ne? Au. Wir sind gleich hin. Ich muss Riley und die anderen finden. Du musst erstmal deinen eigenen Arsch retten, mein Freund. Lass hier am Leben sein. Na, hier werden sie mich auch noch finden. Erstmal in Sicherheit. Leer drücken, schnell drücken. Was soll der Mist? Nee, hast du nicht. Nimm das Messer. Nimm das verkackte Messer, Junge. Es kann nicht wahr sein. Das Messer muss man doch hinnehmen können. Ah, der lässt echt das Messer liegen. Ist der denn irre, der Bengel? Liebe Hündchen, brave Hündchen, ich bringe euch nachher auch ein Steak und einen Knochen vorbei, wenn ihr mich in Ruhe lasst. Ja, nee. Von hinten hängt mir was am Hintern und von da werde ich beschossen. Oh, mal. Juhu. Na, hoffen wir mal, dass er ein guter Schwimmer ist.